So, meine lieben Freunde der Nacht- und postmodernen Unterhaltung. Ja, es gibt mal wieder was anzukündigen. Leute, die schon länger auf dem Kanal sind, also Leute, die schon seit 2016, 17, 18, 19 mit dabei sind, die nicht komplett neu auf meinem Kanal sind, denen ist das Ganze schon eigentlich keine große Überraschung mehr. Für die ist das alles schon gewohnte Sache. Ja, es wird auf diesem Kanal auch dieses Jahr wieder eine Sommerpause geben. Ich habe heute die Sommerpause anzukündigen, während ich im Hintergrund irgendeine Art Gameplay einblende. Mal schauen, was ich da finde. Erzähle ich euch mal, was Phase ist. Vom 20.07. bis zum 9.08.2020 befindet sich dieser Kanal in der alljährlichen Sommerpause. Ja, Zwergenfest macht Sommerpause. Ganz kurz und knapp, ist es mal wieder nicht bei mir, aber ja, ganz kurz und knapp gesagt in diesem einen Satz. Ich beschäftige mich in der Sommerpause mal wieder mit anderen Dingen als mit YouTube. Ich versuche mal wieder eine Zeit zu finden, in der ich eine Pause von dem alltäglichen Videos produzieren und ja, Content raushauen, von dem Daily Content kriegen kann. Und ich werde mich in der Sommerpause einfach mal mit etwas anderem beschäftigen, nämlich mit meinem Buch. Für die, die es noch nicht wussten, für die, die ja, weil ich es auch nicht in jedem Video erwähne, ich schreibe momentan gerade an einem, sehr gutes Deutsch, Zwei. Ja, ich schreibe momentan an einem, ich weiß nicht, wie man es nennen will, ich nenne es mal gerade unvorsichtigerweise Buch, Geschichte, die ich vielleicht irgendwann mal veröffentlichen werde, will. Ja, das obligatorische YouTuber-Buch, nein, Spaß. Es ist tatsächlich mehr als ein YouTuber-Buch. Es ist, ja, es ist schon, die Idee dazu entstand schon vor YouTube, vor meinem YouTube-Kanal. Ja. Ich werde die Zeit investieren in die Geschichtenschreiberei, auf dass ich da mal weiterkomme, weil in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, ich habe das Buch mal angefangen, die Geschichte angefangen und wollte es immer wieder weiterschreiben und dann habe ich Daily Content auf meinem Kanal gemacht und dann hast du mit dem Kanal zu tun und ja, bin ich nicht wirklich weitergekommen. So werde ich jetzt auch mal die Zeit nutzen, in der ich mich sozusagen jetzt selbst dazu zwinge, nichts hochzuladen. Werde ich diese Zeit nutzen, um mal meine Gedanken weiter zu Papier zu bringen. Ja. In der Zeit vom 20.07. bis zum 9.08. Das sind, ich glaube, das sind sogar 4 Wochen. 4 Wochen habe ich mir, das habe ich mir mal rausgenommen, wie jedes Jahr diese Pause zu machen. In der Zeit gibt es auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal, aufgepasst, in dieser Zeit wird es auf meinem YouTube-Kanal weiterhin Livestreams geben. Also ganz ohne Content müsst ihr nicht auskommen. Es wird jeden, nicht jeden, aber es wird erstmal Dienstags, Mittwochs und Sonntags Livestreams auf meinem Kanal geben. In den Dwarf News habe ich es schon angekündigt. Ja, jetzt hier offiziell. Es wird weiter Livestreams geben. Ja, heute kam schon ein Livestream, heute Abend wird es ein Livestream geben, heute am 19. kommt hier dieses Video online, am 19. Juli
noch ein kleiner Livestream. Und dann, ja, am 22. gibt es dann noch einen Livestream, am 26., am 29. noch ein Livestream und dann leider erst wieder am 12. August, da ich dann auch meinen Urlaub genieße und ja, am Sonntag den 2. nicht streamen kann und auch in der Woche am 5. August nicht streamen kann. Es wird noch ein paar Streams in der Sommerpause geben und auf meinem Podcast-Kanal, das muss ich auch nochmal ernsthaft erwähnen. Auf meinem Podcast-Kanal kommen natürlich alle 2 Wochen. Da kommt heute auch ein, da kam heute auch ein, kommt, kam, je nachdem wann ihr es guckt, eine neue Podcast-Folge, Bilateral Podcast Online. Die beiden Sachen sind von der Sommerpause ausgenommen, aber ansonsten wird es in der Sommerpause leider keinen Upload-Plan auf meinem YouTube-Kanal geben. Kein Upload und kein Plan. Ich hoffe, ihr verkraftet das und ja, Zeit mal ein paar ältere Videos auf meinem Kanal zu gucken. Vielleicht nicht die ganz alten, nicht die von 2016, aber zwinker, zwinker, räusper, räusper. Ja, mal die 2019er und 2018er Videos mal, für die, die neu auf meinem Kanal sind. Da gibt es einige spannende Sachen. Und auf Twitter werde ich, wie in der Winterpause 2019, 2020, werde ich es auch diesmal wieder auf Twitter machen, dass ich da jeden Tag mal so eine kleine Empfehlung raushaue euch da. Wer mir auf Twitter folgt, der ist da auch ganz gut beliefert. Da werde ich jeden Tag mal einen kleinen Link zu einem älteren Video posten. Also, wer trotzdem jeden Tag noch in der Sommerpause was gucken will, der guckt mal auf Twitter vorbei, da kommt dann eine kleine Empfehlung, könnt ihr euch anschauen, so tun, könnt ihr euch so fühlen, als wäre Daily Upload immer noch. Ja, ich bin ja jetzt kurz vor der Sommerpause jetzt so schon auf 3 Triple Upload gegangen, dreifacher Upload. Ja, das wird ein harter Break von 3 Uploads am Tag auf 0. Naja, so ganz so sanft, ganz so. Heute Abend kommt noch um 18 Uhr der letzte Part von Edna bricht aus. Stream-Aufzeichnungen vom Live-Let's Play. Der letzte Part. Ja, und noch ein Stream zum Abschied. Alter, ja, gehen wir ganz sanft heute. 18 Minuten Part Edna bricht aus. Und dann noch 18 Uhr gleichzeitig mit dem Part Edna bricht aus. Livestream. Wir spielen Layers, nein, nicht Layers of Fear, das war das andere Horrorspiel. Nightmares spielen wir auf dem Kanal. Könnte noch online kommen. Hier auch mal angekündigt. Little Nightmares. Livestream heute 18 Uhr. Schaut es euch an. Und geht mit mir gemeinsam in die Sommerpause. Ja, ansonsten bleibt mir weiterhin treu. Und ja, kommt gut durch die Sommerpause. Wir sehen uns am 10.8. mit neuen Videos wieder. Da geht es dann wieder fleißig mit Triple Upload weiter. Da kommen dann die Stream-Aufzeichnungen von Harvest in der Augen. Dann kommt dann wieder morgens Summer and Mara. Ja, auch eine Sache. Welche, die das noch nicht geguckt haben. Ja, Triple Upload, das ein oder andere Video habt ihr vielleicht auch noch nicht geguckt. Also jetzt in der Sommerpause Zeit, mal ein bisschen was nachzuholen. Ja. Na dann, ich habe ja schon Ewigkeiten geredet. Ich wollte es nur kurz machen, aber habe dann wieder ausführlich geredet. Ja. Ich bin dann mal weg. 2 Gießen Sommerpause. Ich habe alles gesagt, was so gesagt werden sollte. Wir sehen uns am 10.8. mit neuen Videos wieder. Bis dahin.
bleibt bitte dabei, bleibt mir erhalten. Der Kanal ist noch nicht geschlossen. Ich habe nicht aufgehört mit YouTube. Ich mache am 10. Am 10.8. mache ich wieder weiter. Ich bin nicht tot, mich gibt's noch. Ich mache nur eine kleine Sommerpause. Ich bin dann wieder für euch da. Ab Mitte August. Na dann. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag, habt einen angenehmen fürstlichen Sommer. Und ja, wir sehen uns. Man sieht sich. Schaut auf dem Podcast-Kanal vorbei. Schaut in die Livestreams rein. Bis dahin. Ciao, ciao.